Hallo, hier spricht wieder die Daniela vom ganzheitlichen Design. Heute ganz kurz und knackig, wie man ein PDF mit einem Plugin einbindet, so dass man das runterladen kann. Und ich habe den PDF-Viewer genommen, weil der sehr gut mit Elementor kompatibel ist und man kann eben die PDF-Datei kann man auch runterladen. So, jetzt zeige ich euch das mal. Und zwar, meine Kundin möchte das gerne im Mitgliederbereich haben. Und da habe ich mich hier schon mal eingeloggt, wie immer, slash WP Admin und dann seid ihr in eurem Backend. Dann könnt ihr dieses PDF, das ihr einbinden wollt, in die Medien hochladen und zwar mit neu hinzufügen. Und hier seht ihr schon zwei PDF-Dateien, Punkt PDF und hier auch Workbook, Punkt PDF. So, jetzt gehen wir mal in den Plugin. Dazu brauchen wir das Plugin PDF Viewer. Habe ich hier schon installiert. Das geht ganz einfach in Plugins installieren und dann gebt ihr ein PDF Viewer. Jetzt gehen wir mal hier in die Settings, weil da sehen wir schon total easy peasy. Wir können einfach mit dem Shortcode arbeiten. Dazu kopieren wir das mal hier. Hier tauschen wir dann bei diesem Link, tauschen wir dann tatsächlich die PDF, den Dateilink aus. Aber das kopieren wir jetzt mal. Jetzt gehen wir auf die Seite, wo wir das einbinden. Zum Beispiel nehmen wir gleich mal den Mitgliederbereich. Genau hier. Dann gehen wir auf mit Elementor bearbeiten. So. Und jetzt suchen wir hier die Bezeichnung Shortcode. Nehmen das, ziehen das hier rein, wo wir das haben wollen. Und jetzt können wir das hier gleich mal eingeben. Das, was wir jetzt im Zwischenspeicher hatten, was wir vorher bei dem Plugin, bei den Settings rauskopiert haben. Au. Und jetzt seht ihr schon, da ist so ein Feld aufgemacht, wo dann später das PDF drin ist. Jetzt gehen wir mal auf Aktualisieren und holen uns mal den Link von der Mediadatei. Exit. Gehen wir in die Media, in die Medien, in die Übersicht. Und zum Beispiel binden wir das Workbook ein. Und hier ist die Datei-URL. Doppelklick. Ich kopiere das mit Steuerung C. Oder beim Mac mit Command C. Dann können wir hier schon wieder rausgehen. Und gehen wieder auf die Seite, wo wir es auch haben wollen. Nämlich bei 39 Seiten kann man auch ein bisschen gleich hier suchen. Geht schneller. Mitgliederbereich wieder. Gehen wir wieder mit Elementor bearbeiten rein. Und dann hier gehen wir hier auf das Feld, wo wir den Shortcode schon reingezogen haben. Und jetzt hier seht ihr HTTP Doppelpunkt. Das wird jetzt überschrieben. Und zwar genau nach Punkt PDF. Machen wir raus. Und das, was wir im Zwischenspeicher haben, Steuerung V, machen wir rein. Und jetzt gehen wir einfach mal auf Anwenden. Er rechnet. Das ist eine größere Datei. Hier lädt er. Hier seht ihr den blauen Balken.
Und hier seht ihr auch schon die Symbole. Hier drucken, Datei öffnen, speichern. Also funktioniert wunderbar. Oh, er ist angekommen. Yes. Genau. So. Da ist es. Kann man natürlich noch kleiner dann und größer machen. Und ja, das wär's. Also hier steht übrigens auch noch die Weite und die Höhe, die kann man auch noch verändern, wenn man das Ganze sehr klein angezeigt haben möchte. Genau, und dann gehen wir dann natürlich noch in den Modus von zum Beispiel Mobile. Und da ist es natürlich dann echt zu groß. Da gehen wir dann nochmal hier drauf. Probiere ich mal. 300. Und dann nehmen wir auch 300 weg auf 500. Und das ist dann so ein Herantasten. Das, je nachdem, sollte man das natürlich dann kleiner und größer gestalten. Und je nachdem, in welcher Version man da gerade ist. Also es gibt ja Desktop, Tablet, Mobile. Und gibt es noch viele, viele andere. Genau. So viel dazu. Ich hoffe, es hat dir geholfen und ich wünsche dir weiterhin viel, viel, viel Freude mit WordPress und Elementor und mit dem Plugin PDF Viewer. Lass dir gut gehen. Ciao.